der beste Döner in Istanbul. Die ganze Foodtour ist eskaliert. Wir haben neue Sachen gemacht, die noch kein YouTuber getestet hat, gemacht hat. Es gab Streetfood. Es gibt einen Scanner des Himmels. Natürlich gibt es auch Döner. Lieblingsdöner vom guten Lukas. Es gibt alles in dieser Foodtour, Mann. Istanbul bei Nacht, sage ich nur. Also bei Tag und bei Nacht. Viel Spaß beim Video, Mann. Diese Aussage mitten aus dem Video drin. Und dann kriegt er gleich den Holle, der noch nicht weiß, was passiert. Wenn ich gewusst hätte, was alles hier passiert. Oh, dieser Scanner. Und eine schöne Bedienung hier. Viel Spaß beim Video. Also ihr Lieben, willkommen nochmal so aus Istanbul. Ich bin hier gerade völlig überfordert mit meinem Nerven. Ich habe hier noch Gepäck am Start. Ich bin hier gerade angekommen. Transfer nicht erwischt, gar nichts. Alles am Arsch, muss ich mit Taxi fahren. Wurde eigentlich auch noch abgezogen, war mir aber egal. Ich sage es euch, ihr geht hier längs. Ich habe nicht viel getrunken. Und dann riechst du diese Wassermelone, Mann. Das ist ein ganz anderes Feeling. Ja, und wie gesagt, wir werden jetzt losgehen auf eine Döner-Tour. Das internationale Döner-Ranking. Ich starte das jetzt aber komplett in der Offensive. Wir haben ja auch schon Pferd drin. Wir waren in Dänemark, wir waren in Holland und. Jetzt geht's hier weiter. Und was erwartet mich hier? Wir gehen jetzt ins Hotel. Ich kann es nur noch mal sagen, ich weiß nicht, was passiert jetzt. Ich weiß nicht, was passiert. Oder weiß ich doch, was passiert? Scheiße, jetzt fällt mir die Gabel runter. Das ist ein Gedicht. Oh, so saftig. Wir gehen jetzt ins Hotel. Wir erwarten uns die bekanntesten Döner, die größten Namen aus Istanbul. Wir gucken natürlich den Vergleich. Ist da Deutschland voraus? Ist Türkei voraus? Was ist meine professionelle Meinung? Welcher Döner ist einfach besser? Wer hat mehr drauf? Und das sind die dicksten Dinger. Ich habe ja schon in der Ansage, habe ich schon einiges gesagt. Erstmal ab ins Hotel, dann geht's los zum Döner. Ja, die Hitman, Mann. You look like a Hitman. You know Hitman? No. No English, okay. Hitman war Legende. Die untergehende Sonne. Wir gucken heute wirklich einem ganz romantischen, entspannten Video bei Sonnenuntergang. Vielleicht wäre die Tour sogar bei Nacht, wenn ich jetzt hier noch 100 Jahre brauche. Ich nenne das Video Wassermelone in Istanbul. Ah. Ich pack das Urlaubsfeeling, Mann. Wir werden auch so einen riesen Spieß halt essen. Einen riesigen. Ich hoffe, der ist auch noch so riesig. Und Gnade uns Gott, dass die Döner heute knallen werden. Oh, das Urlaubsfeeling, Mann. Der Rasen ist ja grüner als in Deutschland, das könnt ihr mir glauben. Ich nehme für euch das ganze Feeling mit. Scheiß drauf, Mann. Hier gibt es jetzt auch noch eine Muschel für mich, Mann. Er muss mir nur so geben, dass ich meine Hand nicht einsau und die Kamera nicht einsau. Thank you. Die sind so krank weich, Leute. Diese Frische durch diese Zitrone, das ist wirklich sehr, sehr heftig hier. Besten Muscheln, die ich bisher gegessen habe. How much? Really? Thank you, thank you, thank you. Bester Mann, ich wurde eingeladen. Guck euch den Ehrenmann an, der hat mich eingeladen. Ich hätte davon noch 3-4 fressen müssen von diesen Muscheln. Ich komme jetzt nicht drauf, aber es erinnert mich krass an was. Aber egal, wir gehen jetzt Döner essen. Ich schwöre, es ist so ein Hund. Von sagen, müssen wir auspiepsen. Er hat mich an meinen Rucksack weggedrückt. Die fahren hier echt wie die bekloppt. Ich wurde zu seitlich gedrückt. Ich denke, wer schubst mich da mal ein Auto? Alter Schwede, Mann, hier muss man aufpassen. Sei auf der Hut, wenn du hier bist. Ich komme nicht voran, Leute. Ich muss die nächste Köstlichkeit probieren. Ja, was okay? Thank you. Läuft der Hase, ja, Mann. Istanbul ist geil, Mann. Knusprig, kross, fischig, deftig. Das ist echt gut. So, ich nehme euch hier einfach mal mit, was mir so passiert hier auf dem Weg, wie mein Feeling ist. Döner werden wir natürlich auch noch snacken, dass ihr ein bisschen euch reinversetzen könnt hier. Auf eine Foodtour hier in Istanbul. Eigentlich wollte ich nur Döner essen, aber wenn ich das hier so sehe, ich muss das mitnehmen. Ich hoffe, euch gefällt das. Lasst mich mit dem Daumen oben wissen. Wenn euch gerade dieser Style auch gefällt, vielleicht weiß ich das ein paar Mal öfter, dass ich so ein bisschen dieses was heißt Vlog-Format, dieses mitnehmen und auch mal ein bisschen länger die Videos, ein bisschen ausschweifender. Mit ein paar netten Damen, hallo. Hallo. Wenn euch das gefällt, lasst den Daumen oben glühen. Lasst ihn glühen. Und es geht weiter, die Tour geht weiter. Bevor wir das vergessen, ich werde safe demnächst irgendwann nochmal nach Istanbul. Haut mir mal, wenn ihr wirklich, also nicht irgendwie irgendwelche fragwürdigen Sachen, wenn ihr wirklich wisst, auch euch hier auskennt. Top-Adressen für eine normale Foodtour mal. Auch Sachen, die man bei YouTube noch nicht gesehen hat, wo ihr wisst, Untergrundladen heftig. Ja, was ihr gegessen habt vielleicht in Istanbul mal. Weil mache ich hier nochmal eine Foodtour. Haut mir euren Tipp rein, generell unter allen Kommentaren. Wie immer einen 50-Euro-Gutschein zu verlosen. Pinne ich dann an, irgendwas reinschreiben. Aber Tipps sehr gerne. Also man muss generell sagen, Leute, Essen an jeder Ecke
und auch Sachen, die mich einfach überwältigen. So, wo ich am liebsten, oh, müsst du eine Tablette geben, die schmeißt du ein, kannst du viel essen, du willst, nimmst nicht zu. Der Körper nimmt nichts auf, du scheißt einfach den ganzen Tag volles Pfund, die Toilette zu brauchst, einen Stock, um das Ganze zu lösen. Danach habe ich alles schon gehabt, ich schwör's euch. Guckt euch das an. Grüß dich, Mann, ich komme hier nicht vorwärts. Keiner vorbei, please. Oh, sorry. Überall Essen, überall Grill, Hähnchen, Lamm, Dönerspieße. Döner würde ich auch gerne so eine Tour nochmal machen. Einfach, wo ich random Döner mal teste. So gefühlt wie in Deutschland, wisst ihr? Wo man einfach Bock hat, der Döner, zack, fetzt sich einen rein. Mal gucken, was die können. Nicht die ganze Empfehlung, sondern da mal einen Vergleich. Könnt ihr auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich euch das reizen würde. Es gibt so viele Missionen, die ich hier hätte. Ich muss mich einquartieren, Mann. Ich schwör's dir jetzt langsam, ich komme nicht weiter. Ich wollte schon längst Döner essen. Das Ding will mich verarschen. Das ist kein Scherz. Er liegt schon wieder, Mann. Oh, Gnade mir Gott, wenn die Oma von meiner Freundin das erfährt. Ich stehe auf Straßen, Mann. Ich mache bald eher ein Touri-Sightseeing-Video. Hey, how are you? My phone, thank you. Wir sind beim Hotel angelangt. Gute alte Grandma, mal gucken, was das bringt. Sogar hier Service-Fahrstuhl. My best man. Das ist for YouTube, für Video. YouTube? Ich werde sogar aufs Zimmer gebracht. Oh, oh, oh. Ah. Thank you. Oh, I see. Oh, riecht nach Marihuana. Smalls Marihuana. Also wirklich jetzt, Leute, das riecht hier voll nach Gras. Als hätte hier jemand einen Joint gerade durchgezogen. Kleiner Bescheid. Ich habe das günstigste einfach genommen, ich schwör's euch. Einfach günstigstes. Weil ich bin eh nur 2 Tage hier, danach geht's mit Family nach Side und Antalya. Wird es auch Videos dann geben, dass ihr schon Bescheid wisst. Vielleicht sind die auch schon rauskommen, aber ich denke, das hier kommt als erstes. Side und Antalya. Oh, wo ist denn hier das Licht? Und hier. Ganz bescheiden, auch oldschool. Muss hier mal das teuerste sein. Okay, jetzt muss ich entscheiden, mit welchem ich anfange. Der erste hat schon mal zu. Ich habe morgen echt wenig Zeit, voll Katastrophe. Da gibt es diesen Döner. Ah, leider schon zu. Aber vielleicht gut, weil das hat einen riesen Spieß. Und den zeige ich euch dann morgen früh, ist vielleicht besser. Ich habe schon Arschwasser gehabt, wirklich, ganz ehrlich. Ich habe komplett Arschwasser gehabt. Aber der hat auch. Und das ist von meinem Kollegen Lukas, der Lieblingsdöner hier. Ich habe mir das Video von ihm reingezogen. Der soll sehr Endgegner sein. Quer gegrillt, über offenem Feuer, bis 22:30 auf. Guck ich nochmal, ob ein anderer näher dran ist, ob wir mit dem anfangen. Ah, scheiße, mein ganzer Plan ist durcheinander. Morgen habe ich nämlich noch eine Special-Mission. Da muss ich sehr weit fahren und morgen muss ich dann 2 Döner noch vorher testen. 3 Döner, weil ich muss 3 Döner. Also schon scheiße. Was passiert hier, Mann? Hier könnt ihr euch beim guten Kitzler auch nochmal ein schönes Süppchen reinknallen. Der Kitzler weiß, wie es läuft, Mann. Ah, ich sehe schon, Leute, das wird echt dunkel. Das wird eine Döner-Tour bei Nacht, Mann. Dauert auch noch einen Moment, bis ich da bin. Kleine Planänderung. Ich werde eine Runde pausieren und dann machen wir hier zu ein bisschen späterer Stunde noch weiter. Denn ich habe Bock jetzt wirklich das Feeling. Ich möchte das zu späteren Stunden hier euch zeigen, wie das zu späteren Stunden hier ist. Istanbul zur Abendstunde zum Sonnenuntergang. Ich glaube, das trifft das Ganze noch mehr auf den Punkt. Ja, ich brauche dafür einen guten Ausdruck, Mann. Das kann man gut verkaufen, Leute. Oh, Selimi. Koro-Catch, oder wie das heißt, Koko-Retsch meine ich. Koko-Retsch, sehr lecker. Oh, da ist auch ein schöner Spieß, Alter. Auch schräg gegrillt. Oh, da weiß ich gar nicht, ob ich den vielleicht mal einfach nehme. Oh, sieht aber gut aus. Puh, Leute, das ist schon wieder. Oder wir nehmen wirklich mal hier ein paar andere Sachen mit rein, Mann. Weiß nicht, vielleicht nehmen wir auch mal andere Sachen mit rein. Was sollen wir immer, die Sachen, die schon 100 andere Leute? Ich weiß es nicht, Leute, Mann. Ich kann keine Entscheidung treffen gerade. Hello, how are you? Hi, fine, thank you. Looks amazing. Kestana al mısır al ondan sonra. Taste one kastani. 100 gram. Take this one? This, okay, no problem. Okay, thank you. Yes, burada, burada, burada. Ah, this one, okay. Better check, man. Okay, 2 kastani. Du musst hier alles mitnehmen. Yes. It's hot, yes? Yes. Ah, but good. Thank you. Thank you, bye. Bye-bye. Es wird hier langsam echt dunkel. Ich liebe die Dinger, Leute. In Deutschland esse ich auch gerne Maronen. Die sind so schön süß, die haben so eine schöne Süße. Looks good. Looks good, but when you eat, you don't forget rest of in your life. You have to try, you have to eat. But I don't have money. No money for free. I swear, no for free. Let's come for free. I have a business termin.
Sorry. Okay, no problem. But when I come back, I'm here. Don't forget you are in Turkey. When you don't have money, don't say. You yes. are our guest. No I have problem. To go to a bank. Komm ich hier längs? Könnte eine Geheimgasse sein, Leute. Nein, scheiß auf Geheimgasse. Ich werde noch abgezogen, Mann. Ich habe ein Navigationssystem in meinem Kopf. Ich sag's euch. Okay, jetzt habe ich hier noch Google dabei, aber ich brauche kein Google. Hey. How are you? Hey, I'm fine. Hey. Have a nice evening. Hier, da darf ich nicht rein, darf nicht filmen, habe ich eben einen Soldat gefragt. Ich sollte Botschafter für Istanbul werden. Glaub mir, hier wird es richtig schmackhaft, ne, nach Istanbul zu reisen. Habe ich recht? Ja. Ich hoffe, das ist greifbar für euch, wie schön das ist, Mann. Da hinten die Lichter, das ist wirklich wunderschön jetzt gerade hier. Wir sind gleich angekommen beim ersten Döner. Wer hätte es gedacht? Jetzt weiß ich, wie wir das Video nennen, Leute. Istanbul bei Tag und Nacht. Das hört sich geil an und das ist die Wahrheit. Es wird spät. Gleich ein komischer Einwand, Mann. Aber ich finde das heftig, wenn man denkt, okay, hier ist über die Straße. Man hätte noch seinen Tunnelblick nach vorne und nach hinten. Aber hier wohnen überall auch Leute oben noch drüber. Und hier ist so Trubel, das ist so actionreich hier. Und dann stelle ich mir mal vor, wie ist das hier zu wohnen. Wisst ihr, kennt ihr das? Welcome, sorry, don't have time. Busy. Was laber ich? Okay, sagen wir mal so, ist es später als gedacht. Ich glaube, ich habe vor 3 Stunden das erste Mal gelaufen, für 4 Stunden. Jetzt gibt es gleich Döner. Aber jetzt sind wir gleich da. In dieser kleinen Gasse gibt es Lukas Nummer 1 aus Istanbul, würde ich jetzt mal so sagen. Na, nicht Nummer 1. Es gibt ja noch den allerbesten aus Istanbul, aber sage ich mal von dem hier so den Street... Ich halte einfach mein Maul jetzt. Weil du denkst hier ein paar Straßen, ist es Geisterstadt und dann hast du auf einmal wieder Bam und hier ist so viel los und das Leben tobt. Die Leute gut drauf, lachen, alle am Essen, alle haben sich gut gehen lassen. Das ist schön, Mann. Köfte, Pizza, Adana, Benny. Foto. You have Döner Kebab? Kebab? Döner Kebab? Yes. Yes? Yes. Takeaway? And for it here. Okay. Okay, thank you. Here? Yes, thank you. Or could I get Iskender Kebab? Iskender, you are Iskender? That's what this means, yes? Okay, then I take Iskender, yes. Okay. So, es artet hier in andere Wege aus, aber es geht nicht anders. Thank you. Look, drink something? Water, please. Water, yes. Thank you so much. I have to say to you something. In Istanbul, never I see a beautiful woman like you. Es sieht unglaublich aus, Leute. Sieht unglaublich aus. Fleisch frisch abgeschnitten. Haut mich um, Leute. Sag ich euch ganz ehrlich. Haut mich komplett um. Das ist eine Wucht. Es ist anders. In einem Wort anders. Dieses Fleisch hier. Das ist ein Zufallsbesuch jetzt, weil ich von außen gesehen habe, der sieht geil aus. Kann ich eins sagen, dieses Fleisch ist eins der besten, die ich hier gegessen habe. Saftig, lieblich, durchs Fett übertrieben, aber so krank saftig trotzdem, wie die es abgeschnitten haben. Komme ich nicht drauf klar, Leute. Tut mir leid, dass ich den Vergleich mit Pferd jetzt machen muss. Pferd ist ganz anders. Pferd ist deftiger, ist kräftig, ist kernig. Das ist sanft, lieblich, aber auch viel saftiger, fettiger. Die müsstest du direkt nebeneinander stellen, um zu sagen, was besser ist. Kann ich euch so sagen, kann ich nicht sagen. In diesem Moment weiß ich nicht, müsst ihr im Döner essen. Ich glaube, der Zufall hat mich zum heftigsten Laden in Istanbul geführt. Jeder Platz auch voll, nichts frei. Du musst bekämpfen, um sitzen zu können. Ist dieses Tomatige, diese Butter dazu, das erste, was dir hier reinkommt, ist die Tomate. Aber es ist nicht einfach Tomate, es ist die Digitation Upgrade 3D Deluxe Variante, die einfach mit dieser Butter eine Sinfonie eingeht. Und dadurch ist es hier. Vielleicht die Chili-Note noch, Mann. Die machen mich fertig. Noch nie so einen heftigen Iskender gegessen. Ich glaube, ich scheiße auf alles andere. Ich mache nur die Laden heute. Go, here we go, yeah. At the top of the class on a roll, hey. And it's time.
Ihr habt hier natürlich noch das Brot runter. Ich habe mich aufgesogen hat mit der Butter. Dämpft das mit dem Joghurt ab. Sag ich ganz ehrlich, wäre das der letzte Scanner, den ich in meinem Leben gegessen hätte, würde ich eine 10 von 10 geben. Das kann ich nicht, weil mein Vergleichswert nicht groß genug ist. Aber alleine der Moment, wo du in diesen Scanner reinbeißt und hast so ein paar Kerne von der Chili da drin. Mir egal, wenn scharf ist, Mann. Ich würde sterben für dieses Ding. Wer hat von euch die Eier, geht das Risiko? Wenn an der Chili liegt, ihr wisst nicht, wie scharf die ist. Weil du dich in diesen Teller verliebst, weil dieser Teller in dich reingehört, alles. Ich weiß ja auch nicht, ist das jetzt Standard in Istanbul? Bin ich so geflasht, weil ich das erste Mal so ein geiles Gericht in Istanbul esse, wisst ihr? Merkt danach, okay, es geht noch viel mehr. Deshalb sollte ich mal lieber hier ganz geschmeidig sein und eine 9 von 10 geben als Messgrad. Geben wir vor, deshalb 9 von 10. Ich bin gerade wie auf Drogen. Der flasht mich weg. Das Fleisch, oh Mann. Jetzt geht's nebenan, essen wir jetzt den berühmten Döner jetzt von Lukas endlich. Direkt nebenan ist die Lukas Nummer 1. Da werden wir jetzt hingehen. Could I taste Döner Kebab? Ja Kebab. Yes. Ja Kebab. So Ja Kebab gibt es jetzt. Den brauche ich eigentlich gar nicht reinnehmen in dieses Döner-Ding. Weil so gesehen ist es ja kein Döner, es ist Ja Kebab. Hier wird das runtergeholt, da wird es nochmal geräuchert, nochmal geröstet. Ist noch so ein bisschen rosa, wenn das darauf kommt, leicht rosa und dann röst sie es noch mal an, das ist genial. Looks so great. Very amazing. Should I sit down? Here, yes? Thank you. Oh, ich habe mein Wasser draußen stehen lassen, das muss ich noch mal eben holen. Egal, I take water. My New York Times, The Guardian. My water is there. Warum spreche ich Englisch, ich esse? Sorry. Oh, this one's fine. Vergesst diese Döner-Tour. Es ist viel heftiger heute, es ist alles eskaliert. Also vergesst alles, was ich mit Döner-Tour sage. Welcome, Turkey. Welcome, thank you. Das ist einfach die absolute Food-Tour. Schlechter hätte man es einfach nicht zumachen können, aber ist mir jetzt egal. Ultimativer Rauchgeschmack. Das ist so wie der gute Lukas in seinem Video gesagt hat, diese Kohle, die sich absetzt, dann auch auf dem Fleisch. Traum. Viel rustikaler als eben, lammlastiger, dicker geschnitten. Erinnert mich an Kebabland in Köln, wo das Gefühl so ein Touch hat, als hätten die einmal Spiritus drauf gemacht. Boom, das Feuer steigt hoch, zack. Und die Kohle, die Asche, bam, setzt sich aufs Fleisch ab und du hast dieses Feeling. Hierfür musst du Liebhaber sein, wenn du mich fragst, aber geil. Süße Zwiebel, Tomate, richtig Geschmack, diese Kombi mit dem Fleisch. Brot geht unter, merkst du eigentlich gar nicht. Hat er mich gefragt, gerade habe ich Brot gegessen? Nein, habe ich nicht. Was soll die machen? Rustikal, basic, begeistern. Franculo. 9 von 10 Punkten von mir. Wenn ich mich zwischen den eben und dem hier entscheiden, würde ich knapp den eben nehmen. Hier, es war sehr rustikal, wie gesagt. Hier das Fleisch vielleicht noch ein bisschen zarter. Das war Wildnis, Mann. Das war geil, aber ich will ja gar nichts dran verbessern. Ich weiß nicht, wie es jetzt weitergeht. Ich sag euch ehrlich, die Food-Tour bringt mir so Spaß gerade, so heftig Spaß. Ich will, dass die nicht endet. Ich habe schon viel gegessen, aber ich habe super Bock, noch weiter zu essen. Es bringt so Spaß gerade. Irgendwas muss ich noch mitnehmen, Mann. 4 Euro hat das gekostet, nicht mal ganz. Boah.
Wisst ihr was, ich scheiße jetzt drauf. Ich gebe euch jetzt mal ein Versprechen. Wenn ich jetzt rechtzeitig zum besten Döner von Istanbul komme, den offiziellen, der aber auch mit Brot ist, der ist nicht in diesem Döner-Dings. Deshalb finde ich, passt ja gut in dieses Video. Ist auch so ein Dürüm, all dieses dünne Brot, was da drauf ist. Lavaschbrot oder wie man es nennen mag. Wirklich, glaubt mir, Leute, wisst es zu schätzen. Ich könnte davon auch ein zweites Video machen. Scheiße. Wenn ich kann, nehme ich jetzt ins Video mit rein und das steht fest. Ich gucke, ob ich das jetzt noch schaffe, dann kommt es in diesem Video rein. Dann kriegt es hier und direkt in diesem Video. Mach keinen zweimal hier, jetzt gucken wir, ob wir ein Taxi kriegen. Could I drive with you? No? Bayram Oglu Döner. Bayram Oglu, okay, I take this one. You're free? Could I make my YouTube video? No? Okay. Okay. Ne yapacağız bunda? Bayram Oglu Döner. Bayram Oglu Döner, nerede bu? Here. Beykoz. Yeah. Asya. Asya, it's Asya side. Bunu ne yapacağız? Bu ne? This YouTube video. Yolda. Yolda, so. Road in video çekim. Tamam. 1 minute ama bakacağım. 1 minute. We take this one, okay? Şimdi söyleyeceğim sana. The next neu, das kommt in dieses verdammte Döner. Bayram oldu döner. Warum gibt's eine andere Döner-Tour? Let's go. Let's go. 1 hour 50 minutes. Oha. We try. Kurz vor knapp, aber wir schaffen das. Ich sage euch ehrlich, das passiert selten, aber ich bin gerade echt sauer geworden im Taxi. Das ist ein cooler Typ, aber der andere wollte mich schon wieder abziehen. Ich wurde vorne abgezogen, ich denke mir, egal, ich will jetzt nicht auf Wohltäter tun, aber nicht ein zweites Mal. Will er wieder die Uhr nicht anmachen? Er macht Uhr an, perfekt, aber kein Gurt, er ist, sagt kein Problem. Aber er fettet mit Uhr, das ist schon wichtig. Best man. Yes, I'm back. Ich bin voll im Modus, Leute. Der wollte mich auch abziehen. Kein Bock. Bin ich nach Hause, hab auch gesehen. Meine Karte ist voll. Ich muss jetzt hier schnell die Karte. Muss ich jetzt schnell hier mal eben. Kein Internet. Kriegen wir hin. Muss ich mal eben schnell transferieren. Ganze Karte voll. Und dann hoffentlich ist da noch was am Spieß dran. Sonst essen wir da was anderes, Mann. Scheiße, da muss ich da nochmal hin. Also, wir sind wieder an Bord. Mit neuen Kollegen. Hi. Check. Wieder werde ich abgezogen, aber diesmal scheiße drauf. Ich glaube, es geht nicht ohne. Jetzt drückt die Daumen, dass da überhaupt noch Fleisch auf dem Spieß ist. 19.000 Bewertungen, 4,5 Sterne. Das ist krass. Das heute das Warten hat sich gelohnt. Der beste Döner in Istanbul. Auch der kommt noch an den Start in diesem Video, Mann. Sämtliche Leute schon getestet und alle durchgedreht. Auf das Fleisch, auf generell die Quali, auf alles hier. So ein Feini. So ein Feini. Boah, die Flammen. Guck euch das an, geil, Mann. Riesig der Laden auch. Sehr gut, und dir? Ja. Best Kebab in Istanbul. So, diese Grill. Ja, Grill. Grill. Mein Name ist Serkuş, mein Name ist Holger. Holger. Bist du ja? Vom Hamburg. Hamburg. Ja, Albania. Yes, Albania. Ja. Dankeschön. Thank you too. Hier geht die Post ab, Mann, aber ordentlich. Mal in seinen Gesichten, das ist nicht böse gemeint. Ich habe bei Fairhat stand ich am Grill, das ist so heiß. Ich dachte wirklich, ich verbrenne. Ich kann ganz heiß Sauna, dann heiß ist es. Aber der leidet da in dem Sinne. Viel Respekt für die Leute, viel Respekt. I need this one too. Okay. That's very good. Lasst euch diese Zusammenarbeit gerade. Die berührt mich. So good, very good teamwork. Das geht mir gerade nah, wie diese Arbeit, diese Männer, wie die da stehen an der Hitze. Hand in Hand alles, das ist krass.
habt ihr gesehen, wie groß das Spiel ist eben noch, war? Ich muss Gas geben. Could I order, please? Could I get this one? This one, yes? Okay, perfekt. Genau das brauche ich, Leute. Uiuiui, das ist zu laut. Leute, ich kriege gerade wirklich Angst, dass ich kein Essen mehr kriege, weil der Spiel schrumpft von Sekunde zu Sekunde. Oh, ich hoffe, er hat das gepeilt und er bringt mir jetzt. Oh, ich habe richtig Nervenkitzel gerade, richtig Adrenalin. Das ist auch krass, Leute. Man sieht dieses Gericht, was ich da gezeigt habe, was so oft da immer stand. Also dieses Brot und Fleisch. 7, 8, 9 Portionen stehen da, gehen raus, wieder hin. Das geht hier weg, Mann. Das ist ganz krank. Schön mit dem Sumak hier. Mmh. Thank you. Ich dachte gerade, ihr habt Fleisch vergessen. Pepperoni heizt schön an. Überleg, ob ich noch mal rüber gehe. Ich gehe noch weiter in die Ecke. I go there, okay? It's better. It's not so loud. Hier ist noch besser, Leute. Ist nicht ganz so laut. Ich muss schreien. Germany, Hamburg, Alemannia. Lukas is a friend of me. Make videos together. Kurs geht raus an Lukas. Er hat mich gefragt, ob ich Lukas kenne. Also ein bisschen wieder Pfannkuchen-Charakter, das Brot. Richtig weich. Oh, das muss jetzt schnell rein. Gehen die Emotionen durch, Leute. Also das ist bei allen Spießen. Überall natürlich ein Lammtouch, musst du mögen, liebe ich. Ich stelle mal den Vergleich mit Pferd an. Pferd, Fleisch ist an Kernigkeit, an Kräftigkeit nicht zu übertreffen. Die sind hier weicher, weicher, fettiger, lieblicher. Nicht schlechter, anders. Wahrscheinlich würde mich töten, wie ich das hier esse. Aber mir egal, den Zweck erfüllt. Ich zeige diese Röstung von dem Brot gerade, weil es das hier zu etwas ganz Besonderem macht. Und diese Worte werden mir nicht gerecht. Unverwechselbar, unschlagbar, meiner. Eine Klasse für sich. Weil diese Röstung mit diesem wunderbaren Fleisch, dieses liebliche Fleisch, muss ich einfach sagen, den Tag werde ich nicht vergessen. Diese harte Röstung, kurz vor Verbrannt, hätte ich nur diesen einen Tag zu leben gehabt, für diese Futur. Das Leben hätte sich gelohnt, aber voll und ganz. Also hinsichtlich Döner, das ist kein Döner. Ne? Also das kann man nicht Döner nennen, also kann ich es nicht ins Döner-Ranking reinnehmen. Geht nicht. Was ich machen kann, ist das Fleisch zu vergleichen. Ich sag mal so, wenn Pair hat eine 9,8 ist, ist der vorhin für mich. Ich möchte das gar nicht tun, Leute. Ich möchte das nicht tun, Mann. Das Fleisch vorhin ist für mich auch eine 9,8. Das ist für mich eine 9,5. Fast unschlagbar. Fast unschlagbar. Es ist nichts besser und nichts schlechter. Musst du festlegen. Hier geht es nur um Geschmack. Für mich ist der Lammgeschmack hier am durchdringendsten. Und ich mag dieses etwas dezentere zumindest beim Fleisch lieber. Aber dieses Brot wiederum bei diesem Laden ist unschlagbar. Noch nie gegessen. Da kommt Pferd, muss ich sagen, auch bei Weitem nicht mit, bei Weitem. Also im Gesamtgericht hier kann ich nicht ranken, weil ich habe Pferd noch nicht im Dürüm-Ranking. Nein, vergiss, was ich gesagt habe. Ich habe noch nie auf Bewertungsstyle Pferd Dürüm gerankt. Ich könnte nur sagen, oh nein, ich halte mein Maul, Mann. Aber wenn ich es jetzt ranken müsste, mein Herz sagt mir unentschieden, ich muss es jetzt beenden. Oh, nein, ich kann nicht. Ich glaube, ich würde ihm 0,1 vorne für Pferd geben im Dürüm-Ranking. Nein, kann ich ja nicht machen, weil ich Dürüm noch nicht gegessen habe, richtig. Mann, Leute, ich bin fertig mit Nerven. Ich danke euch fürs Zusehen, Mann. Das ist eine lange, lange Futur. Ich hoffe, ihr wisst das zu schätzen, dass ich nicht irgendwie 3 Videos draus mache. Ein Video knallig, geil, mal länger zum Hinsetzen. Lasst mir einen Daumen oben wissen, wenn euch das geflasht hat. Und einen Kommentar und ein Abo, wenn euch das Video gefallen hat. Unbedingt. So viele haben mich noch nicht abonniert, die Videos gucken. Teilt das Video und macht die Glocke an. Das war einer zu viel. Ich reiße euch gleich den ganzen Arm aus. Kata muss das rausschneiden. Danke, Leute. Ich danke euch, dass ich das machen darf. Macht euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.